Hier so ein Übersicht über Kausalität und Wahrscheinlichkeitsmodelle, wie die so zusammenhängen. Das ist jetzt Figure 1.1 aus diesem Buch von Jonas Peters, Elements of Causality. Das ist ein sehr schönes Buch. Ich zeige Ihnen das mal direkt. Ich flippe mal eben hier durch unsere Slides, durch was wir noch alles für tolle Sachen machen. Das ist genau dieses Buch, Elements of Causal Inference. Und ich preise das deshalb an, weil es sehr einfach ist, in dieses Buch reinzuschauen. Sie können sich die PDF-Datei kostenlos runterladen, auch ganz legal. Das ist also ein Open-Access-Buch. Sie können das dann hinterher auch kaufen, aber bei MIT Press, aber Sie können da auch einfach nur so reingucken und drin rumblättern. Und wenn Sie jetzt eher mathematisch unterwegs sind, werden Sie da alle Details finden. Wenn Sie nicht so mathematisch unterwegs sind, gibt es dort auch genug Kapitel, die man auch so lesen kann, ja, wo man also was dann darüber lernt über diese ganzen Sachen. Das ist also sehr interessant, weil das sozusagen jenseits von den typischen anderen Sachen, die man sonst so in der Statistik macht, ist oder so. Da geht es also um Kausalität. Zu den anderen beiden Büchern sage ich gleich auch noch was. Jetzt muss ich mal entweder zur richtigen Stelle hüpfen. So, das ist also eine Abbildung aus diesem Buch. Und typischerweise, wenn wir jetzt mal wegen irgendwelche Daten haben, ja, wir haben irgendwelche Schuhgrößen und Körpergrößen gemessen und das in eine Excel-Tabelle reingeschrieben, dann Statistical Learning bedeutet, dass wir irgendwie die Parameter eines Wahrscheinlichkeitsmodells schätzen. Das heißt so viel wie, wir nehmen an, die Daten sind gaussverteilt und schätzen dann Mittelwert und Varianz oder vielleicht sogar Korrelation zwischen Körpergröße und Schuhgröße. Das ist also sogenanntes Statistical Learning. Dann gibt es noch Probabilistic Reasoning, das ist genau das Umgekehrte. Gegeben ein Modell möchte ich dann Aussagen machen, vielleicht Vorhersagen über die Zukunft. Also ich habe meinetwegen, vielleicht als Observations, meinetwegen alle möglichen Aktienkurse von vor 100 Jahren, ja, aus denen, die, damit fitte ich mein Probabilistic Model halt, irgendwie mache ich Regression oder. Und daraus kann ich dann wieder ein Probabilistic Reasoning machen, um dann vielleicht zukünftige Ereignisse vorherzusagen. Ja, das ist also dann sozusagen die andere Richtung. So, und das Gleiche gibt es auch als in der kausalen Welt. In der kausalen Welt ist das Causal Model macht stärkere Annahmen als das Probabilistic Model. Ja, wir haben ja in dieser einen Darstellung gesehen, dass man P von x, y auf zwei Arten schreiben kann. Das geht aber immer. Ja, also egal, ob das eine Ursache oder Wirkung ist. Das heißt, in der probabilistischen Welt kann ich das nicht unterscheiden, ob das eine Ursache und das andere Wirkung ist. Ich brauche zusätzliche Annahmen. Und diese Wahrscheinlichkeitsmodelle werden durch zusätzlichen Annahmen, werden sie also zu kausalen Modellen, okay? So ganz grob gesagt. Und jetzt ist es so, Causal Learning ist wieder der Weg von den Daten sozusagen zu meinen Modellen, ja, wo ich also vielleicht eine Graphstruktur annehme oder. Und das Causal Reasoning ist also aufgrund eines kausalen Modells dann wieder Vorhersagen zu machen. Ja, jetzt kommt aber hier oben zusätzlich noch zu den Beobachtungen und so Sachen, die ich vorhersagen möchte, auch noch Veränderungen oder Interventionen, wo ich also aktiv eingreife ins Geschehen und mit dem Bunsenbrenner die Luft erhitze oder sowas. Oder ich mache irgendwie, setze Tempolimit auf 100 oder. Und kann dann anschließend gucken, was sich dadurch verändert in meinen Daten. Ja, das ist also zusätzlich dann hier oben in der kausalen Welt relevant. Und gerade wenn Sie aus datengetriebenen Richtungen kommen in Ihrem Gebiet, dann werden Sie diese Sachen ja auch kennen, dass man irgendwie einen Randomized Test macht oder. Und dann sind Sie immer in der kausalen Welt, weil Sie wollen natürlich Kausalbeziehungen finden und nicht einfach nur Korrelationen zwischen Daten. Okay? Gut. Hier nochmal anders aufgeschrieben. Es gibt also die eine Richtung, Causal Learning oder Causal Discovery. Da hat man also aus den Daten heraus, will man das kausale Modell schätzen. Ja, das ist eigentlich das, was Wissenschaft machen möchte. Ich mache ganz viele Beobachtungen, möchte dann das kausale Modell schätzen. Das kann man sich immer so vorstellen wie diese kleinen Graphen mit den Pfeilen, die mir dann was über die Mechanismen sagen. Was ist sozusagen zuerst da und was ist danach da? Causal Reasoning ist dann das Umgekehrte. Wenn ich also ein Modell annehme, was kann ich dann sozusagen rauskriegen oder welche Vorhersagen kann ich dann machen oder wie stark ist der Einfluss der einen Variable auf die andere Variable? Das nennt sich dann Causal Reasoning oder Causal Inference. Gut, also jetzt kommt ein Beispiel für Causal Reasoning. Da geht es also um die Frage, ganz konkrete Frage, verursacht Rauchen Krebs? Ja, also eine super relevante Frage, aber auch eine, die man nicht so leicht beantworten kann. Ja, man stellt vielleicht fest, dass Rauchen und Krebs sehr stark korrelieren, ja, aber wir wissen ja schon, Korrelation reicht nicht aus, ja, um da wirklich da einen Fall rauszumachen. Und nehmen wir mal an, Sie wollen jetzt irgendwie eine Zigarettenfirma verklagen, ja, vor Gericht,
dann reicht es nicht aus, dass Sie sagen, ja, das korreliert doch so stark und so. Dann kommt halt als Gegenargument, ja, Reichenbachs Prinzip sagt uns aber auch, es kann auch eine andere Erklärung geben, es kann diesen Common Cause geben. Ja, so ein hypothetisches Gen, was halt dazu führt, dass man so ein Genussmensch ist und dann raucht man gerne und das führt auch dazu, dass man Lungenkrebs bekommt. Und da kann man erstmal nichts gegen sagen. Ja, den Daten, wenn man da die Korrelation misst, kann man das nicht ansehen. Man braucht ja irgendwas Schlaueres. Ja. Es gibt also diese beiden Szenarien. Einerseits verursacht Rauchen Krebs, das ist die eine Erklärung. Das andere ist, es gibt dieses Gen, was wir leider noch nicht gefunden haben. Ja, und das verursacht halt, dass ich rauche und dass ich halt Krebs bekomme. Und natürlich auch nicht mit Wahrscheinlichkeit 1, sondern das ändert einfach nur die Wahrscheinlichkeiten, dass ich sozusagen rauche oder Krebs bekomme. Ob ich das jetzt wirklich habe, da muss ich dann immer noch eine Münze werfen. Nur die Wahrscheinlichkeiten ändern sich halt, wenn ich dieses Gen trage oder nicht. Das sieht jetzt so hypothetisch aus, aber es gibt da ein schönes Buch, das heißt Merchants of Doubt. Ich schreibe es mal einmal an. Also wieder kleiner Werbeblock. Ich glaube, so ist es mit drauf. Da geht es also in diesem Buch, das ist einerseits ein Buch und auch ein Film. Ja, das gibt es also beides. Da geht es darum, wie sozusagen jahrelang die Zigarettenindustrie genau so argumentiert hat, dass das hier ein mögliches Szenario davor ist. Das heißt, wenn jetzt jemand die Zigarettenfirma verklagt, dass ich jetzt Krebs habe, sozusagen, ich will Schmerzensgeld haben, sozusagen, dann war das vor Gericht halt völlig unklar. Und diese Merchants of Doubt, die werden sozusagen, wurden bezahlt dann entsprechend von der Zigarettenindustrie, um genau in diese Richtung zu argumentieren. Ja? Und dieses Buch ist so ein bisschen so ein Coverbuch. Das sind ungefähr gleiche Leute, ja, die auch jetzt zum Beispiel den Klimawandel leugnen und da sozusagen versuchen, die Wissenschaft, die relativ solid ist, sozusagen, irgendwie zu sagen, ja, aber das sind doch Fluktuationen, die man sowieso immer hat und so weiter und so fort. Ist also ganz interessant, wenn Sie sowas interessiert. Gut, aber wir sind jetzt hier bei diesen beiden Szenarien. Kann ich also jetzt einfach nur von beobachteten Daten diese beiden Modelle irgendwie unterscheiden? Ja, ich würde also gerne eins rauskriegen, weil dann kann man die Zigarettenfirma verklagen auf Schmerzensgeld. Wenn das auch immer möglich ist, dann habe ich vor Gericht keine Chance. Ja? Was man dazu eigentlich bräuchte, ist eine Intervention, so heißt das in der Kausalliteratur. Ich müsste also irgendwie eingreifen können. Das ist aber leider unethical in diesem System. Ich kann das zwar mit Mäusen oder Ratten machen. Ja, ich zeige Ihnen mal, was man machen muss. Ich teile meine Ratten oder meine Testpersonen in Raucher und Nichtraucher auf und lasse die dann halt einfach für 10 Jahre rauchen. Und dann kann ich natürlich zählen, in welcher Gruppe gibt es mehr Krebsfälle. Das kann man vielleicht mit Mäusen machen, zurzeit noch, aber das kann man halt mit Menschen natürlich nicht machen. Das ist also ein unethisches Experiment. Das wurde natürlich mit Mäusen gemacht und dort sieht man auch eine starke Korrelation. Aber wieder kann man argumentieren, das Tiermodell ist nicht übertragbar auf das Menschmodell. Ja? Das heißt, das macht die Sache immer noch nicht wasserdicht, um sozusagen vor Gericht zu gewinnen. Und die Frage ist, was kann man jetzt machen? Ja? Also wie kann man dann vorgehen? Und ich sage Ihnen mal die Antwort direkt, bevor ich Ihnen das Slide davor zeige. Da gibt es eine tolle Antwort von diesem Herrn hier, von Julia Pearl. Der hat dafür auch den Turing Award bekommen für seine Arbeiten im Bereich Kausalität. Das ist also ein richtiger Superstar in dem Bereich. Der Turing Award, das ist so eine Art Nobelpreis für Informatiker. Das ist also die höchste Auszeichnung, die man in der Informatik bekommen kann. Und der hat sich mit Kausalität beschäftigt, ausgehend von den grafischen Modellen, die wir gesehen haben. Ja, hat er das also weiterentwickelt zu einer Theorie für Kausalität. Das ist also sehr interessant, gibt es auch ein Buch von ihm. Und der hat Folgendes zeigen können, wenn ich noch eine weitere Variable dazufüge, ja, und zwar eine, die genau dazwischen steht, zwischen dem Smoking und dem Cancer, und zwar Teer in der Lunge. Ja. Und das ist jetzt eine Variable, die kann ich auch messen. Ich kann also auch messen, dass da Teer in der Lunge ist und ich kann ausschließen, durch gute Argumentation, dass dieses Gen sicherlich nicht den Teer in die Lunge bringt. Ja? Also sozusagen, Teer entsteht nicht einfach so, weil auf der DNA irgendwas draufgeschrieben wurde, sozusagen, sondern da besteht also ein direkter Zusammenhang zwischen Rauchen, dass ich den Teer irgendwie in die Lunge reinkriege. Das ist ziemlich unbestreitbar, dass der nur über Rauchen da reinkommt und nicht über ein Gen. Das ist ganz wichtig, dass es hier keinen Pfeil gibt von hier oben nach hier unten. Ja? Und wenn man zeigen kann, dass dieses Teer, also Karzinom ist, also dass es sozusagen krebsverursachend ist, dann hat man plötzlich was Wasserdichtes. Und er konnte also zeigen, dass man also
die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, gegeben, dass man jetzt wirklich raucht, also anfängt zu rauchen, deswegen steht jetzt hier nicht nur ein S, sondern da steht jetzt ein Do-S, also ich fange wirklich an, ich mache eine Intervention, da kann er zeigen, dass man das ausrechnen kann, diese Wahrscheinlichkeit, nur von beobachteten Daten dieser drei Variablen, die ich auch wirklich zur Verfügung habe. Ja, und das ist also wirklich sehr interessant, weil erst denkt man, das ist relativ aussichtslos, man hat keine Chance, sozusagen das irgendwie wasserdicht zu machen, aber er hat es halt geschafft, indem er diese Zwischenvariable einführt und dann den sogenannten Do-Kalkül einführt, mit dem er sozusagen theoretisch zeigen kann, dass es in, wenn ich diese drei Variablen beobachte, ist es genug, um diese Wahrscheinlichkeit auszurechnen. Da erkläre ich Ihnen nochmal eben genau, was das jetzt ist. Da gibt es also diese beiden Wahrscheinlichkeiten, einmal P von C gegeben S. Das ist also die normale Bedingung, gegeben, dass ich beobachte, dass jemand raucht, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Krebs bekommt. Und das ist nicht gleich der Wahrscheinlichkeit, dass jemand Krebs bekommt, gegeben, dass ich sozusagen anfange zu rauchen, dass ich das also wirklich aktiv einschalte, das Rauchen. Das ist also ein Unterschied. Das hier ist sozusagen einfach nur beobachtete Daten und das hier entsteht durch eine Intervention, dass ich also eine Variable wirklich abändere. Ja, und wie wir wissen, können zwei Variablen sehr stark korreliert sein. Da habe ich also hier unter Umständen eine große Variable. Trotzdem ist das eine nicht die Ursache. Sozusagen diese Wahrscheinlichkeit ist nur dann groß, wenn S wirklich die Ursache von C ist. Und das ist das Eigentliche, was ich rauskriegen möchte. Ja, und der Julia Pearl hat halt so ein Kalkül aufgestellt, mit dem man also solche Ausdrücke wie diesen hier zurückführen kann auf rein beobachteten Ausdrücken. Ja, was also sehr interessant ist. Solche Ideen wurden auch in anderen Bereichen schon intuitiv gemacht, in Ökonometrie oder auch in Soziologie oder in diesen ganzen Bereichen. Aber Julia Pearl war so meines Wissens der Erste, der das so auf solide mathematische Grundlagen gestellt hat und so viele Sachen halt ein für alle Mal grundlegend geklärt hat. Ja, das ist also sehr beeindruckend, dass es geht.